An diesem Tutorial weiss ich euch dann, wie das am Smartphone aussieht oder am Tablet. Hier muss man vielleicht die Kahoot-App aufladen aus dem App Store oder eben aus dem Google Play, der ist gratis. Und dann können wir gleich rangehen. Der Spielleiter, der muss das alles dirigieren. Der muss selber dann den PIN-Code angeben, auf Enter drücken. Und dann nach der Spitznummer. Und dann geht es los. Den ihm ging dann im Ekran affischiert. Da geht es um der erste Froh. Wir sehen noch hier, das Spiel besteht aus 12 Ruhen. Und schauen wir die erste. Wir hatten leider falsch geantwortet. Und da geht es weiter mit der zweiten Froh. Was die leider nur muss bemerken, dass eigentlich die vier Antworten nicht dabei stehen. Das ist vielleicht ein bisschen unpraktisch, da muss ich immer auf den Schirm gucken vom Spielleiter. Das ist vielleicht ein bisschen mehr unpraktisch. Das hat man auch nicht richtig beantwortet. Und dann ist das Spiel rüber, wir haben die zweite Platz gemacht. Voilà, da können wir das Spiel noch bewerten, wie das gefallen wird, und dann ist es River.